Hey Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Runde Isaac. Heute spielen wir eine Runde mit Kane, dem Bräutenboy, der anscheinend eine Augenklappe trägt. Ja, okay. Der hat ziemlich guten Damage dabei, so wie ich das gesehen habe. Und den Lucky Food, den kann man eigentlich auch gut gebrauchen. Also wenn man sieht, wir killen die Scheißdinger ja mit einem Schuss, das ist schon ziemlich nice. Das schafft zum Beispiel Isaac nicht. Glaube ich. Ich glaube, Isaac macht weniger Damage von Anfang an. Also beim Start. Alter, Husten. Da wäre ich fast gerippt geworden. Gerippt. Aber hätte mich fast der Husten gerippt. Weil ich husten musste. Stirb. Besser Schuss. Aber so viel Damage machen wir doch noch nicht. Haben wir ja. Remote Detonate, Rare Bomb Detonation. Ja, das ist ja nicht so nice. Bedingt nice. Ja, ich sag. Und noch ein Soul Heart. Kurz hier rein, wow, really. Aber wenn wir jetzt hier weg in dem sterben, dann drastisch werde ich, sauber. Und mit den Spinnen habe ich es nicht. Aber wir sterben wegen dem. Nee. Okay, wir haben ein Herz. Ein Herz. Soul hat nämlich jetzt noch nicht vermeiden. Okay. Das sollte eigentlich gehen. One of Bandage, Gotterlick im Ohr. Anscheinend auch ein Begleiter, der Schüsse blockt. Okay, da haben wir den Detonator einigermaßen gut eingesetzt, weil wenn man charged ja immer, dann stand er hier so in einem Bogen um drei meiner Bomben rum. Konnte man ihn gut einsetzen. Normalerweise ist das Crap. Normalerweise ist der Bomb-Detonator richtiger Crap. Hier haben wir einen blauen Stein. Zum Teil liegen blaue Steine rum. Diese blauen Steine geben einem Bomben und oder so ein. Geben Bomben und oder blaue Herzen. Jetzt hab ich's. Und es gibt da noch gewisse Items, die droppen anscheinend auch bei denen. Soll ich in den Sinnraum? Eigentlich würde ich ja gerne. Alter, hörst du auf zu spreaden? Bye. Ich hasse Spinnen. Aber ich hasse Gegner, die Spinnen beschwören. Genau deshalb. Diese Spinne ist so schnell. Ja. Was bist du? Lost Contact, Chilled Tears. Oh, das ist. Das hingegen ist richtig, richtig übel nice. Das nämlich. Oh, das ist weniger nice. Gibt unseren Schild. Unseren Trennen ein Schild. Das heißt. Alpha Pills. Nice. Headshot. Das heißt, wenn wir quasi jemanden anschießen damit. Und der schießt uns entgegen, wird unsere Trenne aufgelöst und sein Projektil auch. Also eigentlich haben wir so quasi ein Projektil blockende Schüsse. Wenn wir ein bisschen Tears Upgrades bekommen, dann könnte das richtig nice werden. Wegfliege, geh weg. Zum Beispiel bei Gegnern ist es auch ziemlich nice. Man kann nicht einfach stehen bleiben. Geh weg. Vielleicht kann ich das mal. Ja, ihr seht's, also ich kann nicht gegen die Fliege schießen. Die Fliege kann nichts tun, weil die Schüsse werden einfach geblockt. I can see forever. Okay, haben wir hier einen Secret Raum mit nichts gescheitert.
Und wo ist der zweite Secret Raum? Ist hier. Die Pille macht, dass wir ja schön in die Secret Räume sehen können. Speed up. Bad Trip. Also zwei Bad Trip. Wir hätten gratis in den Sinnraum gehen können. GG. Nice. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Das Herz mitnehmen. Monstro. Aha. Ich möchte erst die Kleine hier beseitigt haben. Dann können wir Monstro killen. Zum Beispiel auch bei dem ist es halt ziemlich nice, wenn der seinen Schuss charged. Dann können wir einfach dagegen dagegen schießen. Und sollten eigentlich die Schüsse blocken können. Ja, okay. Never mind. Bring. Hopp. Wir haben jetzt die zwei Bomben wert, weil. Oh, erstens, das ist richtig nice. All Stats up. Und dann haben wir hier. Einerseits. Haben wir. Nee. Passt schon. Nicht. Okay, da geht automatisch in die Pause. Wir haben. Hintergraum ist es, glaube ich. Ja. Einerseits haben wir Gimpy. Gimpy. Also, wenn wir getroffen werden, bekommen wir entweder ein Soul Heart oder ein schwarzes Herz. Schwarze Herzen machen mehr Damage am Raum. Nicht so nice. Dann haben wir. Haben wir denn noch so? Haben wir sonst noch so? Haben wir noch mal was? Das finde ich jetzt gerade nicht. Schauen wir mich jetzt wieder auf der Seite nach. Weil ich möchte nicht schon wieder einen Crap. Aber dann. Ist Abaddon? Sieht nach Abaddon aus? Ne, ist nicht Abaddon. Wirklich das Pentagramm? Ja. Ein Damage Upgrade, High Chance of a Devil Deal. Okay. Das und das hier. Also quasi eine Chance auf ein blaues Herz, wenn wir getroffen werden. Und das Pentagramm gibt uns einerseits ein Damage Upgrade und andererseits... Oh, da müsste ich eigentlich rein. Und andererseits gibt es uns... Genau das. Eine höhere Drop Chance. Und das... Pentagram gibt uns noch die Chance, dass wir ein Devil Room öffnen können. Und wir haben dadurch doch schon ziemlich Damage, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir sehr gut. Und mit den Shielded Tears zusammen. Das ist sehr nice. Yep. Was haben wir hier? Spam. Ah, Traubombe. Ein Trollbämmchen. Dann haben wir ein paar Spinnen, die schießen. Ein Let's Player, der immer noch hustet. Wir haben nicht so eine hohe Range haben. Könnte das uns richtig retten? Haben wir. Ist. Hot Mushroom. Noch mehr Damage. Nice. Wir sind quasi full auf Damage. Damage ist, glaube ich, voll bei uns. Ja, wir killen die Spinnen schon instant. Weg. Instant weg. Wow. Ja, Alter. Du bist aber auch schnell hier unterwegs.
Zauberherz mit einnehmen. Aber wir haben keinen Schlüssel, sonst würde ich das tun. Ach, diese Fliege. So sneaky hier mit dem Schuss. Bleib stehen. Stehen. Bist du? Pheromones. Okay. Kopf hoch. Oh, Kopf hoch, Kopf hoch. Kopf hoch, Kopf hoch. Junge. Really. Wir gehen zum Boss. Das ist Piep. Piep ist gar nicht so einfach. Das Gute ist, dass wir halt Projektile blocken. Das macht ihn doch einiges einfacher. Wenn wir das nicht könnten, dann... Oh Gott, really? Wird uns das getroffen? Glaube ich mich. Zum Teil geht der Projektilblocker, glaube ich, nicht ganz hundertprozentig. Naja, noch ein HP-Upgrade, das ist eigentlich nice. Und dann gehen wir in die nächste Ebene. Bringt, glaube ich, nichts mehr. Könnten vielleicht noch in Damage Room, Devil Room gehen, also... In... Stirb. In den Sündenraum könnten wir vielleicht noch gehen. Aber... wer was Gutes finden oder ob wir überhaupt reinkommen, ist auch die andere Frage. Stirb doch einfach. Oh, really? Gut. Auch noch? Alter. Slippery. Was ist denn das? Tiefen 2. Okay. Aber nicht gerade zum Boss. Was haben wir? Gurtlins im Doppelpack. Really? Wow. Das ist heavy. 4 Gurtlins ohne Fliegen ist ziemlich hart. Einfach schön auf Range behalten, die Boys. Einfach schön auf Range. In Charge. Alter! Really? Ja, was soll ich machen? Ich stehe ja drin. Stirb. Junge. Stirb. Wir können Teufelsraum. You're kidding me. Ich habe doch sogar noch das Pentagramm, das mir die Chance auf einen Teufelsraum erhöhen soll. Da hat's eine Pille. Pille, 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 Pille. Wieder. Yay, speed up. Yay, blaues Herz! Ah. So, durch und hier rein. Oh Gott, die machen ja auch die Scheißpfütze, habe ich ganz vergessen. Und du bist so ein Boy. Oh Gott. Aber wir brauchen 2 Schüsse für die. Das ist eigentlich ziemlich nice. So, wo ist dieser scheiß Schatzraum? Schatzräumchen, wo bist du? Den Arcade-Raum. Sollen wir den Arcade-Raum? Können wir nicht mal machen, vielleicht. Nee. Ich dachte, vielleicht hätte es ein Teufelsbittler in den Arcade-Raum. Really? Wie hast du mich getroffen, Boy? Ich habe ja einen Schussblocker eigentlich. Wenn nicht, solltest du gar nicht durch meine Schüsse kommen. Ah. Okay. Never mind. Dead Sea Scrolls. It's a mystery. Okay. Das teleportiert uns anscheinend irgendwo immer hin. Was jetzt nochmal machen? Oder es macht irgendwas? Let's see Squalls.
Upon use the Dead Sea Scrolls gives a random spacebar item effect. Ein Item, das kann. Okay. Also es gibt einen uns irgendeinen Effekt. Ganz wurscht, was für einen. Völlig wurscht, was für einen. Geht weg. Ah, really? Nein, geh weg. Geh weg. Das könnte nervig werden. Kopf hoch. Ja, nice. Really? Ich komme gar nicht durch die durch. Impossible. Einer weniger. Zwei weniger. Kopf hoch und stirb. Stirb wie ein Mann, aber stirb. Dadurch, dadurch. Wow. Da war einfach nichts. Wo sie for free meine Herzen hergegeben. Sterbt, Jungs. Sterbt. Sterbt wie kopflose Männer. Nee, körperlose Männer. Ihr habt ja einen Kopf. So. Ja, keine Ahnung. Das Ding ist einigermaßen okay, aber irgendwie. Wirklich bringen tut's halt nichts. Einer weniger. So. Jetzt zu euch, Boys. Warum? Das ist nervig, weil ich noch so einen kleinen Shot-Speed habe. Komm, Kopf hoch, Junge! Oh, nerviger Boy, echt. So, was gibst du mir? Okay, ich glaube, ich muss mein letztes Item so schnell wie möglich irgendwie austauschen. So, richtig nicht worth. Jawohl. Das können wir mal kurz machen. Okay. Das hier. Weil den Mushroom, den Magic Mushroom, haben wir ja schon. Einfach. Nice. Aber. Das Liberty Cap ist eines der besten Trinkets meiner Meinung nach, von dem her easy. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Wir nehmen es an. Sieht gar nicht so schlecht aus. Wir haben ziemlich viel Damage. Oh, sorry. Sorry, Leute. Da bin ich ans Mic gekommen. Noch ein bisschen Attack Speed und dann läuft das, glaube ich, ziemlich gut. Attack Speed. Attack Speed FD. Nein, nein. Tomate, stirb. Voll hart. Da würde ich gerne hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stirb, stirb, stirb. Nein. Nein, nein. Gut. Oh, ihr seid schon ziemlich schnell, Boys. Hier bin ich. Hier bin ich. Ich bin halt schneller. Mal gucken.
kurz das hier. Bring das kurz weg. Was haben wir hier? Purple Heart Challenge ab. Ah, das Purple Heart gibt uns eine höhere Chance, Challenge-Gegner, also verfärbte Gegner zu bekommen. Und das finde ich überhaupt nicht nice. Junge, Junge. Du bist räudig. Ein richtiger Räudenboy bist du, Magician. Okay. Ah, Level Party. Wow. Wie riesig sind wir denn wir? What the hell? Das ist irgendwie so groß. Das ist irgendwie so groß. GG. Also ein vollgefressener Jogott ist kleiner wie mir. Sneaky Boy, geh weg. Wow. Wir sind da riesig. So, schauen wir mal kurz. Gibt es hier irgendwo einen blauen Stein? Also so ein eingeritzter Stein. Ein blauer Stein. Oh, Alter, okay. Ich sollte aufhören mit der Scheiß. Dem Item sollte ich aufhören. Einfach nicht mehr usen. Weil ich habe mir jetzt zum Beispiel Damage zugezogen, einfach weil ich das Item geused habe. Was sind wir? Wir sind jetzt in Devs 1, okay. Wir haben immer noch keinen Schlüssel. War. Der zweite Reiter. Und wir machen doch noch nicht so viel Damage an dem Boy. Wie ich mir das irgendwie gedacht habe. Wir machen echt nicht viel Damage. Obwohl wir eigentlich so viele Damage-Items haben. Oh, das ist die schwierigere Phase für uns jetzt. Glaube ich, nee, doch nicht. Alter! Was habe ich Shielded Tears, bitte? Wir wollen nicht zum Usen anscheinend. So, Ball of Bandages. Blablabla. Bandages. Bin ich jetzt? Wow. Jetzt hätte ich einen guten Effekt bekommen. Aber wenn so ein kleiner Ball da schießt, müsste ich vor sich hin. Und blockt gleichzeitig noch Projektile, ist jetzt auch ein bisschen größer geworden. Zum Beispiel kann man brauchen. Nicht schlecht eigentlich. Besseres gibt Schlechteres. Immer. Eigentlich ganz okay. Stirb. 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 Wir haben einfach so wirklich keinen Shotspeed. Das ist so ein bisschen das Problem. Hab ich das Gefühl. Kommen wir? Keine Ahnung. Irgendwas. Irgendein Item. Oh Gott. Ein blaues Herzchen. Ich fast nicht gesehen den Stein. HD, Better Pills. Das ist ziemlich nice. Wir bekommen eine Pille und gleichzeitig haben alle Pillen nur noch positive oder neutrale Effekte. Da ist keine Bad Trips Pillen mehr, keine Schlag mich tot Pillen mehr, keine Health Down Pillen mehr, Range Down Pillen und so weiter und so fort. Angreed, 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 Angreed. Geh weg, Greed, geh weg. Das ist jetzt ziemlich nice, dass wir den Secret Run hatten, weil er ist gerade beim Sündenraum. Und das heißt, wir können direkt in den Sündenraum rein und dadurch gehen. Jetzt frage ich mich, wo ist der zweite Secret Raum? Da müsste eigentlich auch irgendwo noch sein. Eigentlich. Die portet sich weg, die alte. Oh Gott. Okay. Also nicht auf jeden Fall. Hier irgendwo. Oh, ich lauf in die scheiß Fackel. GG.
Das auch nicht. Ich blöd. Gamble, Gamble, Gamble. Okay. Gamble, die Gamble hat sich irgendwie ein bisschen ausgezahlt. Also auch nicht. Da ist er nicht. Da ist er nicht. Da ist er nicht. Also, okay. Aus Herz. Source Energy. Und den Rest pumpen wir hier rein. In die Donation Machine. Okay. Elements mehr in die Donation Machine. Haben wir hier Pink Eye, Poison Shot. Ja, ist vielleicht fast besser als das Liberty Cap. Beim Liberty Cap kann, weiß man nie, was man ist. Dann zum Beispiel sind wir völlig riesig. Das ist bedingt gut. Ja, schon, aber es gibt halt auch. Kann auch schlecht sein. Weil dadurch können wir quasi auch besser getroffen werden. Oh Gott. Hasse dich, Mutter. Mutter, geh weg. Nein. Eine Scheißhand. Really? So. Dankeschön. Nein. Den Traum gehen wir nachher. Später. Die sind auch mies, die Dinger. Ah. Oh, really? Dankeschön. Notiz an mich. Item nicht mehr benutzen. Use es sicher wieder und ich verliere todsicher wieder ein Herz dadurch. Ja, später vorbei. Oh Gott. Charge, Brüder. Ich finde die kleinen Dinger, also die kleinen Scheißhasen, sind so süß und die chargen. So lustig. Es wäre so nice, wenn wir ein schönes Leertaste-Item bekommen würden. Ja, stirb! Geh! Ich will noch in den Sinnraum, weil der Sinnraum erhöht die Chance, dass wir einen Teufelsraum bekommen. Das können wir gut gebrauchen eigentlich. Wow, sneaky Fliege von oben. Haben wir hier Infestation 2. Was macht das denn schon wieder? Infestation. Creates 1 bis 2, also creates 1 bis 2 freundliche Spieler, wenn du einen Gegner killst. Spiders are spawned at a location where the enemy died. Also wenn wir einen Gegner killen, bekommen wir Fliegen. Das ist eigentlich ziemlich nice. Ja, komm, das machen wir mal. Nee, nee. Okay. Die Pille, Pheromones. Die Magician. Als nicht worth. Das war überhaupt nicht worth. Okay, wenn wir schon hier sind, war ich jetzt wieder mal zu schnell. Bin aber auch schnell. Wegs, echt. Also ein bisschen Düsenflieger. Komisch jetzt. Wieso kriegen wir jetzt keine Spinnen? Ich hätte, sollten wir jetzt Spinnen kriegen? Oder ist es nur die Chance? Ja. Ist nur die Chance, dass wir Spinnen kriegen. Das ist nicht immer sicher. Schade. Das ist jetzt nice gewesen. Du kriegst immer Spinnen, wenn du den Gegner killst. Er weiß wahrscheinlich OP. Nimm jetzt mal an, das wäre OP.
Okay. Hat's mit X, ne? Jawohl, da hat's noch einen blauen Stein. Ich hab dich gesehen, Boy. Ich hab dich gesehen. Okay. Dann gehen wir. Wir gehen. Wir gehen. Die Runde geht schon wieder ziemlich lang. Schlüsselchen. Schlüsselchen. Machen wir mit dem Schlüsselchen. Frage, was machen wir mit dem Schlüsselchen? Erstens gehen wir noch in den Sündenraum. Also nicht Würfel gleich fliegen. Aber naja. Und dann holen wir uns noch die goldene Kiste dort. Oder auch nicht. Hasse das. Hasse es wie die Pest. Aber jetzt haben wir 5. Oh, das ist ja schon Mann. Wow. Es ging jetzt fix. Es ging fix. Okay. Fuß, Fuß, Fuß. Wow, das war knapp. Und ich mit der Hand, mit der Weghand. Das war knapp. Stirb, stirb. Das war knapp. Und komm schon. Jawollo. Wir bekommen den Bloodcloud. Nochmal ein bisschen Damage und Range ab. Was bist du denn? Du bist das Ghost Baby, das will ich nicht. Und was bist du für ein Buch? Das ist Book of Belia. Oh ja, dich möchte ich. Dich hätte ich gerne. Es gibt uns ein temporäres Damage Upgrade. Richtig nice, weil wir unser Item auch aufladen können. Das heißt, bei Räumen, die wir nicht so gerne haben, zum Beispiel diesen Räumen, können wir das jetzt einmal kurz benutzen und die Gegner platzen weg. Und das ist weniger nice. Wow, Spinnen, Spinnies! So, gut. Sind eigentlich auch ziemlich gut. So, lebst noch was? Ah, ich hasse diese Würmer, die sich irgendwie 20 Mal hin und her parten. So nervig. Schön, dass wir noch mehr Damage bekommen haben. Okay. Ich dachte sich, das wäre ein blauer Stein. Hätte aber echt gedacht, das sei ein blauer Stein dort. Vielleicht habe ich mich verschaut. Ja, sein. Schaut. Oh, zum Beispiel hier, Book of Belia, of Doom. Weil die können schon ziemlich nervig werden, die Gegner. Und tippen. Kann böse enden. Kann zum Teil echt böse enden. Aber sind wir so groß, dass wir da nicht durchkommen? Skolex ist richtig übel. Ah, oh, Skolex ist übel. Skolex. Oh, shit. Weil Skolex kriegt nur Damage, wenn man ihn an seinem Hintern trifft. Wie wir es jetzt hier gesehen haben. Ansonsten bekommt der Boy keinen Damage. Wieso aktiviere ich mein Book of Belia eigentlich nicht? Ich weiß es nicht. Alter, Falter. Komm, stirb, Boy. Alter, was? Der rippt mich noch. Das war knapp. Brimstone. Brimstone Laser. Will ich eigentlich. Will ich den Brimstone Laser? Von Pils. Will ich den Brimstone Laser? Nee, ich will den Brimstone Laser nicht. Weil ich habe die Schilde Tears. Entschuldigung. Und mit dem Brimstone Laser habe ich die Schilde Tears nicht mehr. Und die sind ziemlich nice.
Eigentlich sind die echt gut. Also wenn man die richtig einsetzt, dann sind die richtig gut. Und die will ich eigentlich nicht quasi verschwenden, in Anführungsschlusszeichen. Und wir haben noch andere schöne Sachen, also da glaube ich ein bisschen viel am. Oh shit. Hätte ich Book of Belial benutzen sollen. Gut, B-Item auf die. Ein gutes Ruby-Item haben wir. Fehlen nur noch zwei. Yep. Sorry. Yep. Ja. Hat sich gelohnt, da reinzugehen. Der Scoopy Collar hatten wir, glaube ich, auch schon mal einen Run. Das gibt. Ach, nee, nee, nee. Nicht schon wieder. Weiß. Das gibt die Chance, dass wir, wenn wir sterben würden, wiederbelebt werden. Zu weit weg. Hier. Springen. Schauen. Ja. Okay. Aber wisst ihr, was für eine Münze? Das hingegen ist Wurf hier. Kein schwarzes Herz. Ein schwarzes Herz. Ein schwarzes Herz. Aber. Oh, wie ich das hasse. Ich hasse das auf Doom. Oh ja, Gott hat auf Doom. Und hat incoming. Zwar ist nicht mehr so wichtig, so spät noch, aber dennoch. Kann man das immer wieder mitnehmen. Immer wieder schön. Vielleicht ja immer noch ein bisschen Attack Speed und dann wäre das richtig nice. Upp. Chubby, chub, 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 chubby. Wow. Junge, du hast schon mal mehr ausgehalten. Also zusammen mit dem Book of Belial machen wir echt guten Damage. Ohne Book of Belial machen wir nicht so harten Damage, muss man ehrlich sagen. Das ist die Black Bean. Tut untouched, das heißt, wenn wir getroffen werden, seht's, haben wir so ein Speed Up. Kann man mitnehmen. Schon. Mission Page 2. Evil up your enemies will pay. Mal mitnehmen. Nice für 3 Herzen. Was Wurf. Ja, nochmal. Herz aufgefüllt. Hier nochmal ein Herz aufgefüllt. Und dann gehen wir in die nächste Ebene. Mutters Herz. Ist glaube ich das Herz. Jetzt kommt. Eigentlich, jo. Kurz in der Arcade-Raum. Aber nichts, was wir wollen. Und Alter, ich stand ja nicht drauf. Okay, geh weg. Oh, really? Mal durch. Stirb. Stirb, Boy, stirb. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Gut, 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 gut. Wow. Er ist geplatzt. Stirb. Stirb. Das Herzchen. Ja, nee, für die Energiezelle. Kurz mal das Book of Belial eingesetzt. Hier. Einfach, weil wir jetzt quasi die Ladung voll hatten. Und
Also doch nur so ein bedingt lustiger Raum ist. Ja. Ich will hier nicht ein Herz verlieren. Irgendeinen Scheiß spinnen. Was ich jetzt fast getan hätte. Mir. Gut, nochmal ein blaues Herz. Dann geben wir mal kurz noch unser Item auffüllen. Indem wir noch einen Raum cleanen. Oh shit. Really. Nice Pin. Weiß ich nicht, ob das Wurf war. Aber bevor ich mir noch mehr Herzen verspiele, gehe ich jetzt. Ich gehe. Macht's gut. So. Mom's Heart. Das wird jetzt nicht mehr so einfach wie auch schon. Hilfe. Aber gut, es sind natürlich die gechillte Tears. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Komm schon, stirb, Mami. Stirb. Stirb. Oh, falsche Richtung. Okay. Puh. Die Frage, wo gehen wir hin? Was haben wir da noch? Kiste oder Satan? Ich glaube Kiste. Also ne, wir glaube ich glaube Ending. Weil zu Satan, das hätten wir nicht geschafft. Dö. Oh, Alter. The robber's a man has appeared in the basement. Yes. Schau mal. Wenn wir jetzt schon haben. So, ne. Hier. In den Items. Ja, ein bisschen was haben wir. Fehlt aber doch noch einiges. Hier, Tode. Meine Mami gekillt, 20 Secrets, beste Streak 1. Was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir mit Kena das Herz, mit Isaac das Herz und Satan haben einiges vor noch und dann sehen wir uns das nächste Mal bei einer neuen Runde. Binding of Isaac, mach's gut und bye bye.